wir in ein paar Wochen das mit Nazgul, Vitaro Clarki und noch jemand in der größeren Runde mal einen ganzen Abend lang spielen wollen, werde ich jetzt mal ein bisschen üben. Auch wenn sie wissen, dass ich ziemlich schlecht bin in dem Spiel. Was mache ich denn hier schon wieder? Jetzt hängt gerade der Bildschirm, Moment. Das möglich. Jetzt glaube ich, es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, nehmen wir ein neues Profil. Zwei Profile, da ich vorhin die Einstellung ein bisschen nach oben rum gespielt. Ja. LKW Design. Ja. Coolen Truck. Boom Logo. Das Vibe. Gaming BH. Sprache Deutsch. Attacke. Schön Controller. Ah, einfach Automatik am Anfang. Für mich schalten, fertigstellen. Kann ich noch ein bisschen Trucker fahren? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, RT ist vorwärts fahren, LT ist rückwärts fahren. Und bremsen halt. Wo fangen wir denn an? Vorhin habe ich Berlin ausgewählt. Wo würde ich denn gerne lang truckern? Ach komm, fahren wir Vereinigtes Königreich. Also ich werde sehr viel Blödsinn bauen. Das könnte euch davon könnte ausgehen. Hier. Wir werden vor allen Dingen auch in England den Rechtsverkehr durchführen. Frei wie der Wind. Vorhin habe ich einen Auftrag Kartoffeln gehabt, als ich angefangen habe. Herzlich willkommen. Die eigene Transportform hat in ihren Porten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapitalwert eines LKW. Bis zum Weiteres wirst du daher als Angestellte für andere Spielzonen arbeiten. Dein Auftrag ist eine Ladung Containerbäume für Carrefour sicher zu Ladestellen nach Cambridge. Der Arbeitgeber hat mit einer Zugmaschine ausgestattet und muss sämtliche Spesen fahren. Fahr sorgsam und sei pünktlich. Bestimmt. Fahre ich vorwärts. Rechten Analogstick, steuere ich die Kamera. Halte danach. Innenansicht. Nächste Perspektive. Ah, ich kann Perspektive tauschen. Das ist interessant. Drücke F1 oder Joy zurück. F1. Ah, okay. Zweiten Spiegel nehmen wir beide. Das ist vor allen Dingen ein Blödsinns-Run geplant. Ich will alles mögliche umfahren. Interessiert mich alles nicht. Ich will ein bisschen Blödsinn machen. Ja, wir fahren nach Cambridge. Zustand, das Ding habe ich schon ganz schön kaputt geschossen.
das war schon mit dem Tutorial, na dann. So. Moment, wie war die Route einzustellen? F3, nee, F4, F5, okay. Dann fahren wir mal. Vorhin habe ich Totalschaden gehabt, da ging gar nicht mehr. Hier Vorfahrt gewähren. Hiermit, genau, hiermit betätige ich die Feststellbremse. Schon in die Kreuzung reinfahren. Scheißegal, wer Vorfahrt hat. Erst Strafzettel hinkassieren, genau, lass mich durch. Ich bin Tracker. Was ist da passiert? Den ersten gerammt. Kann versprechen, wird nicht der letzte gewesen sein. Irgendein Linksfahrgebot. Da bist du irre, ich bin im Kreisverkehr, Junge. Alter, wieso Unfall verursacht, war ja nicht meine Schuld. Hier überhaupt hin? Ich weiß gar nicht. Bremsen wir rechtzeitig? Ne, ich wollte gucken, wie gut die Bremsen ziehen. Ah, ich sehe ja die Steuerung nicht durch. Motor aus, Motor wieder an. Auf Fehlfunktion. Bin ich schon so weit? Bin ich schon so sehr kaputt? 25% Schaden, das reicht doch. So gut. Wie kann ich hin und her switchen? 2. Wollen wir das machen? Die wird für die Rückseite, aber das haben wir gedreht. Fahre ich auch echt Auto. Immer noch vergessen, dass wir Linksverkehr haben. Das ist okay. Mal gegengefahren. Hänge ich denn schon wieder? Ja, wird schon nichts kommen. Wenn ich fahre, sollte besser nichts kommen. Ich glaube, vorhin habe ich Tasten gefunden, wie man Blinker setzen kann. Ist das ein Blinken? Nee. Na, Fernlicht, fahren wir ruhig mit Fernlicht, was soll's. Was ist M? Weltkarte, ja, okay. Ach, mit E macht er die Karre aus. Na, Radio wollen wir jetzt nicht hören. Hänger liegen gelassen, aber fahren wir ohne Hänger weiter. Müssen wir nicht so viel manövrieren. Und den können wir schneller fahren. Uiuiuiui. Vielleicht müssen wir zur Werkstatt fahren. Nochmal gegen.
darf nicht ausgehen, jetzt bei 80% nur noch. 80% Schaden darf die Karre nicht ausgehen, sonst springen wir nicht mehr an. Achso, hier ist ein Auto im Weg. Ja, gut zu sehen. Ach, hier komme ich nicht weiter. Komm, spring an. Die Werkstatt fahren. Abschleppdienst. Kommt uns da, ratet uns. Guck ich mal ganz schnell. Müssen wir mal reparieren. Ja, 52.000, wie Geld habe ich doch wahrscheinlich gar nicht. 400 Guthaben, wer hat das jetzt bezahlt? Niemand. So besser. Direkt wieder um die Gegend gegangen. Sieht man besser. Ich will jetzt mal ordentlich beschleunigen, da will ich mal die Feststellbremse ziehen. Mal gucken, ob ich die Handbremse kaputt krieg. Kreisverkehr kann ich auch nicht mit sonst wie viel Garacho reinfahren. Genau, wir wissen, wo wir lang müssen. Der hat mich gerade überholt im Kreisverkehr. Sie haben Post. Dann? Wer hat mir denn eine Mail geschrieben? Sie haben ihr Konto überzogen. Daraufhin haben wir einen gebührenfreien kurzfristigen Kredit gewährt. Aha. Egal. Na, ich gucke mir doch lieber den Motorzustand, den Zustand meines Autos an. Das Geld ist mal egal, wie viel man da zu Boden fährt, die fahren trotzdem irgendwann weiter. Als ich mal Midnight Club gespielt habe, habe ich immer eine Massenkarambolage verursacht in den. Straßen, indem man einfach die ganzen Autos hintereinander stellt. Oh Mensch, welcher Depp hält denn bei Rot an, ey? Und reicht die Bremse? Nicht. Komm, haltet nicht den Verkehr auf. Aus dem Weg. Hier rum, ich schaff das. Jetzt fahren wir den Weg, ich will hier durch. Kann die Fahrt ja weitergehen. Mensch, woran scheitert das denn jetzt? Ich hab ja, du hast eine scheiß Karre hingestellt. Ich finde, wenn deiner Muskel das wirklich auch ist. Genau, dann hier geht's nicht weiter. Umso besser. Ich hab deine Karre gerade zu Schrott gefahren, wie kannst du wieder losfahren? Ist eine lecke Karre. Wie soll ich denn da... Wie kann ich entkoppeln, was das geht?
kann ich nochmal die Karre loswerden. Was habe ich da gedrückt? Bin ich jetzt nicht so fein, dass die Anlieger einfach nicht stehen. Oh, wieder der falsche Knopf. Ach, Schäber, Abfall. Ja, auch nicht hier, reicht, oder? Das Ding weiter. Ganz dreist meine Tage auf der Kreuzung stehen lassen. Das ist geil. So. Ordentlich Tempo drauf haben. Was soll denn das? Ordentlich Tempo drauf haben. Ich weiß nicht, ob man zwischen Städten auch hin und her fahren kann. Dann würden wir mal schön die Handbremse ziehen. Linksverkehr muss ich mir erst gewöhnen. mph miles per hour. Vorhin habe ich ein bisschen in Berlin gespielt, da war ich mit 90 km/h unterwegs. In der Innenstadt. Dann die Karre da weg. Ich habe ein Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Mal die Handbremse. Aber auch die hilft uns nie. Ach, wir fahren gegen die Handbremse. Dann nicht. Ist hier jeder verdammte Weg gesperrt, Freunde. Sprich in der Gegend auf der Wiese zu fahren. Sind wir gerade in der reingefahren? Ich glaube, mein Pony hupt, Junge. Der Weg, wenn ich umkippe, ist glaube ich Feierabend. Die Schlimmen warten an der Ampel. Die Motorfehlfunktion, das kann nicht wahr sein. Die Karre springt an, pass dich aus hier. Denke ich eigentlich die ganze Zeit. Achso, stimmt, ich muss meine Ladung noch holen. Ach, stimmt, da war ja was. Ach, mit L und R kann ich blinken. Mit L1 und R1. Ah, okay, wieder was gelernt. Ja, blinken jetzt die ganze Zeit. Jetzt muss ich mal meine Ladung sehen. Uiuiuiui. Freunde, ey. Wer mir einen Führerschein gegeben hat, sollte eigentlich erschossen werden. Ah, da ist meine Ladung. Moment. Was kommst du von hinten, ey?
müssen alle warten wegen der scheiß Ladung, das gibt's gar nicht. Okay, sorge ich, werde die Ladung jetzt aus dem Weg schießen. Mensch, ich springe ein, Karre. Jetzt geht's rund. War übrigens ein Renault, wie man sieht. Jetzt liegen wir auf der Seite, wie es aussieht. Ja, jetzt liegen wir auf der Seite, das ist schlecht. Wir können nicht mehr losfahren, ne? Ladung auf der Seite. Doch die Ladung ist umgekippt, da wir sind das. Können wir wieder ankoppeln lassen. Hilft ein bisschen raus. Irgendwer müsste mir jetzt mal aufhelfen. Gehen auch schnell Dienst an. Marlene wieder auf die Beine. Da sitzt da der Tracker ihres Vertrauens. Die Karre mal ausmachen. Abschleppdienst. Ist ja nicht. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Achso, ich muss ja die Karre noch ganz machen. Ja, ich hab das Geld. Bartoka sind ja nicht Arbeitgeber gedeckt, unglaublich. Sehr schön, so. Jetzt würde mich noch interessieren. Ach, fahren wir einfach mal los jetzt. So. Die rechte Kamera mal sein lassen. Hin muss. So natürlich nicht. Da passe ich durch. Da passe ich da durch. Eine Straße, die kriege ich keine Polizei gesehen. Ah, Moment, da muss ich rein. Gar nicht gelenkt, wieso ist der eingedreht? Kann gar nicht wahr sein. Komm ich jetzt hier rum oder sind wir zu sehr weg? Packen wir. Jawohl. Sind wieder on the run, Freunde. Ah, hier muss ich rein. Moment.
rückwärts an den rechten Analogstick bewegen zum Lenken, der lenkt ja gar nicht. Was ist denn los? Du lenkst dann nur nicht. Ja, komm, park für mich. Rücksichtslos, was ist denn das? Hab ich den rücksichtslos gefahren? Überhaupt nicht rücksichtslos. Ich war nett. Eh und je. So, hier ist die Firmenzentrale. Sehr schlichte Garage. Leider hast du nichts, was du dort abstellen könntest. Ich hatte keinen LKW. Du hast jetzt mal genug Geld verdient, bla bla bla. Keine Erfahrungspunkte bekommen. Schnelle Aufträge. Ich fahre überall hin. Tonnen Pflaumen. Ja. Verhungere ich zwischendurch, ist es nicht. Lass mal aus der Stadt rauskommen und danach können wir wieder fahren, wie wir wollen. Geht schon los. Bauen die da auch einen Zaun hin? Was ist denn das? Mit hoher Gewalt kommen wir da auch durch. LKW muss nicht schöner sehen, der muss funktionieren. Solange ich noch grün habe, fahre los, du scheiß Karre, sonst flipp ich aus hier. Was ruckelt denn hier? Eigentlich wollte ich hier LKW fahren, um Geld zu verdienen. Mittlerweile fahre ich LKW, um Schulden zu machen. Ich habe Angst, dass deine Karre kaputt fahren. Ich hätte auch Angst, wenn ich am Steuer wäre. Aber auf der falschen Seite, also ist. Das ist ein Kreisverkehr. Müssen wir eh rechts abbiegen, müssen wir keine Dreiviertelrunde fahren. So schwierig. Jawohl. Der ist in die Textur gefahren, da kann ich ja jetzt hier durchfahren. Da passt ja. Volksbank, Raiffeisenbank, wir machen den Weg frei. Jetzt fahren wir mal auf die richtige Seite. Ist ja gerade hier nämlich mich reingekarrelt. Aber ne. Platzt hier gleich der Arsch. Das ist ja eigentlich 30, keine Häuser in der Nähe. Schon wieder Post. Post für mich. Wenn ich Führerschein weg oder ist das Geld schon wieder alle? Brandneue Renault-LKW ist eingetroffen. Geld. Schulden, Freunde, dann kann ich keinen LKW fahren. Ich kann ja nur einen LKW kaufen. Weil ich vielleicht bei dem brauche. Ich hoffe, das ist 60 Miles per Hour auch gemeint, weil es wäre sonst doof, wenn ich jetzt mit dem Kopf umrechnen müsste. Ich fahre relativ souverän Auto, aber so ein bisschen Truck fahren ist eigentlich schon mal ganz lustig. Wenn 60 da steht, fahre 60, Junge. Gaspedal hier, Junge. Das könnte zu schnell sein. Definitiv zu schnell. Nee, andersrum lenken. Geht es nicht. Ich glaube, jetzt habe ich mich in mich selbst verkeilt. Oh je, hier komme ich nicht raus. Außer ganz viel.
zurück. Da habe ich eine scheiß Motorfehlfunktion. Ich bin vielleicht 10-mal irgendwo gegengefahren. Ich bin sogar wieder auf der Strecke. Perfekt. Gut, ich war auf der richtigen Straße, ich bin dann zu schnell in die Kurve gefahren. Scheint aber auch kein Schild. Nee, wir kommen. Ich weiß nicht, bitte mich überholt ihr keiner mehr, ey Junge. Fahrt aufnehmen, ja. Da kommt eine Tankstelle, da wollen wir nie hin. Haben wir echt eine Tankanzeige? Ich weiß gar nicht, hier unten ist eine Tankanzeige. Ist gerade die Karre ausgegangen beim Fahren? Freunde. Was ist denn hier los? Mitten im Fahren geht die Karre aus. Auf der Autobahn bei 60 km/h. 60 mph. Miles per hour. Und wenn man das ernsthaft spielt, ist, dann hat man irgendwie Lieferantenprobleme irgendwann. Das soll richtig lustig sein. Ich habe eher den Spaß hier dran, Tabula Rasa zu machen. So wie ich fahre, würde ich mich nicht trauen, mich zu überholen. Chef Blinker aus. Vollgas. Nur ein Gas. Ich weiß gar nicht, eine Meile, 1,6 Kilometer oder 1,3, ich merke mir das nie. LKW darf eigentlich nur 80 fahren, ich weiß nicht, wie es in England ist. Warnblinklicht. Oh, hier muss ich eigentlich abfahren. Zu spät. Die Kurve kriege ich mit der KMH. Ein bisschen Tempo da weggenommen. Hier lang. Wo man es hier hingeht. Scheint eine Sackgasse zu sein. Dann geht's nach London. Ich will jetzt nicht nach London. Ich will jetzt nicht mal meine 60 km/h überschreiten. Guck mal, ich so überhaupt kann. Überziehst, schieße ich dich ab, du scheiß Tranklaster. Die sind irre, eine Baustelle da zu errichten, wo ich vorbeifahren will. Die Geschwindigkeitsübertretung ist 60 erlaubt, ich fahre 59. Wo ist das, eine Geschwindigkeitsübertretung? Auf der LKW. Ich habe Warndinger an, du musst mich durchlassen. Stell dir vor, ich bin im Krankenwagen, jetzt noch Platz. Fahre.
man die Bremsen. Ich glaube, diese Begrenzung innerhalb der Stadt hat man nur am Anfang, wenn man das erste Mal Ladung abliefern muss. Es ist 19:32, es wird aber auch nicht dunkel. Chaka. Das war nur eine Warnung, was soll ich, dachte, die Karre ist ausgegangen. Jetzt geht die Karre aus. Ist wieder angemacht. Jetzt fahren wir weiter. Scheiße, weiter. Einfach mal meinen Anbieter stehen gelassen, der stört nämlich nur. Ein bisschen die besoffen fahren hier. Ich darf nicht Tempo drauf, wenn ich die scheiß Anhänger nicht mehr dran habe. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Ist es 14:51? War es nicht schon 18 Uhr gewesen? Karre, irgendwann raste ich aus hier. Schon immer bin ich wieder auf der richtigen Stelle. Wahrscheinlich eine ganze Runde im Kreis gefahren. Ich kann ja nicht raten, rüberzuziehen. So, ich meine, dass ich auch meinen guten Tag habe. Mal nehmen wir jetzt mal RAM hier. Die vernünftig getroffen. Der Tagelaster Graben fährt weiter. Kann wohl keine brennbare Flüssig. Ey, bist du wahnsinnig? Ich vergesse auch immer, dass ich keinen Anhänger mehr hinten dran habe. Das heißt, mache ich natürlich viel weniger Schaden. Hier. Ach, hier sind nur 50. Who cares? Die Strommasten hier sehen aus wie irgendwelche Sondergebäude bei Age of Empires 2 von den Chinesen. Karre, aber ich habe LKW. Dann schießt die jetzt von der Straße. Landet selbst im Acker. Regent? Gut, ich fahre einfach weiter. Die kannst du hier mit 60 km/h haben, das interessiert die überhaupt nicht.
Da fahren die einfach weiter. Wer ist denn da schon wieder? Und jedes Mal zeige ich für irgendwelche Unfall verursache. Ich habe die jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal angefahren. Schieb deine scheiß Karre da weg, sonst rast ich hier aus. Wieder als Unfallverursacher. Das ist doch so lächerlich. Biegst nicht ab. Ja, einfach so abbiegen vor mir, ist unglaublich. Na, fahr ruhig los, du Dödel. Ich sehe dich. Du ziehst nie nochmal auf meine Spur. Das geht ab ins Teufel. Nebeneffekt auch für mich. So. Bleib's halt stehen. Deine Karre nie hinter mich, sonst geht's dir auch schlecht. Das ist ja eigentlich nur 30, Freunde. Wieso bin ich eigentlich schon auf der richtigen Strecke? Ist so teuer. Gut, wenn 30 erlaubt sind und ich fahre 55. Denke ich mal verständlich, dass es teuer wird. Heißt der Fahrer? Ich dachte, ich komme durch. Also jetzt ist es langsam kritisch beim Schaden hier. Wenn das Auto jetzt immer ausgeht, springt es wahrscheinlich nicht mehr an. Das Gaspedal gar nicht mehr. Komm, spring an. Komm, gib dir einen Ruck. 80% nur, da ist doch nichts dabei. Komm, du schaffst das. Weiter. Also Bus gerammt. Mittlerweile Schaden 100%. Echt 100%? Kann ja gar nicht sein. Total Schaden. Ist wirtschaftlicher. Den fahren kann ich ja noch. Und mittlerweile hätte ich wahrscheinlich lange hier bei GTA, weil mittlerweile lange die Polizei mir am Hals. Leck mich. Ich
jeden einzelnen Unfall. Extra. Nochmal gegenfahre, kriege ich es wieder berechnet, oder? Wie komme ich da durch? Die Karre immer noch fährt, ist eigentlich unglaublich. Hat wahrscheinlich lange im Radio durchgesagt, Freunde. Hier fährt ein Geisterfahrer, achtet mal drauf, der macht alles schlecht. Ich muss mir jetzt daran gewöhnen, dass das Lenkrad rechts ist. Ich denke mal, rechts habe ich noch genug Platz, um irgendwo vorbeizukommen, aber ich habe links. Habe ich eine Menge. Links, denke ich, will ich vorbeikommen, aber ich habe ja links den ganzen LKW noch. Geht hier nicht mehr? Oh, sorry. Ich glaube, hier mitten auf der Autobahn endet der ganze Spaß. Hier sind liegen geblieben. Sind doch alles nicht gut. Mitten auf der Autobahn, auf der falschen Spur. Die Fahrt zu enden. Scheißkarre. Nur Abwürgen darf ich nicht mehr, dann ist Feierabend. Wo landen wir jetzt? Die Pflaumen kommen schon irgendwann in Calais an. Dann verdiene ich ungefähr ein Zehntel wahrscheinlich von dem, was ich mittlerweile in Unfällen verursacht habe. Ja, mein Arbeitgeber zahlt das doch gerne. Was man wahrscheinlich rausschmeißen wird. Straßenschild umfahren, das interessiert mich jetzt schon noch. Das schon mal nicht. Geben ein Schild umzufahren. Ja. Wieder wurscht. Aber man kann Schilder umfahren. Vielleicht ich bisher noch keine Möglichkeit gesehen, Passanten umzufahren. So, Ampeln, kann ich die umfahren? Ich kann auch mit Sicherheit. Nee. Ampeln sind unverwundbar. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, aber das ist jetzt nie mein Problem. Fahr durch mit deiner Karre.
Wie lange kann ich wieder den Rückstau provozieren? Ich nehme mal eine Weile oder kommen die irgendwie durch? Sorge, Freunde, ich mache euch den Weg frei. Es ist grün und niemand kann fahren. Sagst du, wie sei mein Gast? Oh, scheiße, es kommt der Gegenverkehr hier. Ganz vergessen. Der Platz habe ich. Immer noch. Ja, gut. Das lässt doch ihn einfach so die Dinger, das Ding da stehen. Das ist ein Spiel, ja, da hat man eh einen Abend richtig Lust drauf, macht absolute Katastrophe und dann der Gag-Faktor vorbei. Ich könnte einfach die Kurven fahren, indem ich erst das Lenkrad gerade stelle und dann losfahre beim Lenken. Nö, viel zu langweilig. Muss ja beim echten Autofahren schon machen. Die Karre ist schon wieder zu Schritt gefahren, das kann ja gar nicht wahr sein. Stehen. Ich denke, jetzt haben wir genug Spaß gemacht. Das war's. Schönen Abend noch. Genug gecrashed.